Hi, hallihallo. So, am vorletzten Tag des Jahres melde ich mich noch mal kurz. Vielleicht melde ich mich morgen auch noch mal, wer weiß es schon. So, ich habe eine Nachricht bekommen von jemandem und das kriege ich öfter. Ja, also viele Leute schreiben mir so, könntest du mal ein Video darüber machen oder darüber? Es kommen so viele Fragen hoch, wenn es darum geht, wie wir unsere Realität manifestieren können. Und es kommen so viele Fragen hoch in Bezug auf, was ist diese Welt eigentlich? Wer sind wir? Wie tun wir es, wenn wir was tun? Und ich möchte euch diese Frage heute vorlesen, weil ich habe das Gefühl, dass so viele damit kämpfen. Ja? Und ich lese einfach mal vor. So, also diejenige schrieb: Hallo Gabriele, könntest du vielleicht mal ein Video über Wünsche und das Ego machen? Manche behaupten, man hätte nur aus dem Ego heraus Wünsche, weil man eben noch nicht erleuchtet sei und das Gefühl des Alleinseins noch in sich trägt, noch nicht in sich trägt, noch nicht in sich trägt. Ich finde, das stellt die Wünsche, die man so hat, ziemlich schlecht dar, so als ob sie sich gar nicht erfüllen sollen. Denn wenn man Wünsche hat, sei man ja im Ego und wenn man keine Wünsche hat, sei man erleuchtet, nicht mehr getäuscht von was auch immer. Dann seien die Wünsche nicht mehr vorhanden. Mich würde sehr interessieren, was du dazu sagst. Also, ihr seht, in diesem kurzen Text sind so viele Annahmen und ich finde ihn sehr intelligent. Ich find die Fragen sehr intelligent und ich will heute ein bisschen drauf eingehen. Ja? Also, das Erste, was mir so eingefallen ist, was ich dieser Person sagen könnte und vielleicht euch, wenn ihr euch ähnliche Gedanken macht, ist, dass diese Forderung an uns, die gestellt wird von spirituellen Menschen, keine Wünsche mehr zu haben, das Ego auszuschalten, da frage ich mich dann immer so, was ist das Ziel? Ja, wenn ich keine Wünsche mehr habe, wenn ich bedürfnislos sein soll, wenn ich das Ego ausschalten soll, was ist das Ziel? Ich weiß nicht recht, was das Ziel ist. Es scheint irgendetwas zu sein, was kaum erreichbar ist. Weil wir dann sitzen wir irgendwo, keine Ahnung, in der Höhle, sind erleuchtet, haben keine Wünsche mehr, haben kein Ego mehr. Und was machen wir dann? Was tun wir dann? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass diese Forderung, weil es ist nichts anderes als eine Forderung, quasi aus diesem Leben, das wir gewählt haben, diesen Körper, den wir gewählt haben, all diese Emotionen, die wir gewählt haben, rauskommen sollen. Wohin? Und was dann? Ja? Und ich sehe das in sehr vielen Religionen oder Sekten oder Modalitäten, die genau das sagen. Und ich glaube, diese Religionen, Sekten, Modalitäten, die arbeiten mit Strafe und Belohnung. So dieses, wenn du es schaffst, rauszukommen aus deinem Ego, aus deinen Wünschen, dann bist du gut. Warum auch immer. Dann wirst du belohnt. Zwar nicht in diesem Leben, da hockst du in der Höhle und bist happy, dass du frei bist von allen Wünschen, aber im nächsten Leben. Du bist erleuchtet worden, es wird irgendwas mit dir passieren im nächsten Leben. Wenn du es nicht schaffst, aus deinem Ego rauszukommen, aus deinen Wünschen rauszukommen, wirst du bestraft. Im nächsten Leben oder auch schon hier, ich weiß es nicht. Ja? Also es ist wie eine Predigt, die wir hören von allen möglichen Leuten. Und ich habe das Gefühl, dass diese alle möglichen Leute ihre eigenen Ziele verfolgen oder ihre eigenen Annahmen haben. So, ich möchte so ein bisschen damit aufräumen mit jedem einzelnen Wort in dieser Nachricht. Erstens mal, was ist das Ego? Für mich ist das Ego einfach der Verstand. Ja, unser Verstand. Und unser Verstand ist etwas, das sehr wertvoll ist. Ja, wir wären nicht hier mit Verstand, wenn wir ihn nicht irgendwie benutzen sollten. Glaube ich halt. Ja, also ich glaube, unser Verstand ist ein sehr hilfreiches Ding, wenn wir ihn für uns benutzen. Zweitens, erleuchtet sein. Was bedeutet erleuchtet sein überhaupt? Ich hasse es, wenn Worte einfach so benutzt werden und man erwartet, dass jeder irgendwas damit verbindet. Was ist Erleuchtung? Fragt euch selbst, was zum Teufel ist eigentlich Erleuchtung? Und will ich das überhaupt, wenn ich wüsste, was das ist? Das Dritte ist,
das Gefühl des Alleinseins sollte man in sich tragen. Was ist das denn? Ja, also ich höre das auch oft, ja. Du musst dir bewusst werden, dass du allein bist. Aber wir sind nicht allein, so ein Quatsch. Wir sind niemals allein. Wir sind alle immer verbunden mit allem, was ist. Wir haben vielleicht das Gefühl des Alleinseins, weil wir noch nicht wissen, dass wir mit allem verbunden sind oder es vergessen haben oder es unterdrücken oder es nicht bewiesen sehen in unserer Realität. Aber Tatsache ist, wenn wir tatsächlich, und ich schätze mal, da sind wir uns alle einig, Teil eines Bewusstseins sind, dann sind wir niemals alleine. Tatsächlich ist nichts außerhalb von uns. Ja, wir sind alles. Wie könnten wir da jemals alleine sein? Warum sollten wir Alleinsein anstreben? Ja, das Dritte ist Wünsche. Ja, wir sollten keine Wünsche haben. Warum? Ehrlich, wir wünschen uns 24 Stunden am Tag was. Ja, wir wünschen uns eine Tasse Kaffee, wir wünschen uns schönes Wetter, wir wünschen uns den Partner fürs Leben, wir wünschen uns Geld. Wir haben die ganze Zeit Wünsche. Und das ist der Motor, der uns antreibt. Stellt euch bitte vor, wir hätten keinerlei Wünsche. Wir würden rumhocken wie Gemüse und ja. So, Wünsche sind etwas Wunderbares. Wir funktionieren aus unseren Wünschen heraus. Das ist das, was uns antreibt. Und der grundlegende Wunsch in uns allen ist, dass es uns gut gehen soll, dass wir uns wohlfühlen wollen. Das ist unser grundlegender Wunsch mit allem. Warum zum Teufel sollten wir Wünsche ausschalten? Das ist doch verrückt. Ja. Jetzt könnte man natürlich behaupten, wenn du unendliches Bewusstsein bist und dir dessen bewusst bist, dann sitzt du einfach nur da und bist. Ja, aber ich glaube, auf diesem Planeten, in dieser Realität, müssen wir trotzdem was tun. Ja, wir sind da. Ja, wir haben uns das ausgewählt. Aus welchem Grund auch immer. Wir sind hier. Wir haben einen Körper. Wir haben Emotionen, ja, wir haben einen Verstand. Das haben wir uns aus einem bestimmten Grund ausgewählt. Nicht deswegen, weil wir diesen langen, mühsamen Weg der Erleuchtung gehen müssen, wo man uns sagt, du musst all das vergessen, was du gewählt hast, und erleuchtet werden. Nein, was wir tun müssen, ist uns bewusst werden, dass wir diejenigen sind, die gewählt haben, hier zu sein. Und das impliziert so vieles. Das impliziert erstens, dass wir Teil eines großen Bewusstseins sind. Zweitens, dass wir eine Wahl haben, nämlich die Wahl, hierher zu kommen. Die Wahl, irgendwann zu erkennen, wer wir wirklich sind, nämlich Teil eines großen Bewusstseins. Und dass wir hier sind, um was zu verändern. Dass wir hier sind, um irgendwas weiterzugeben, dass wir hier sind, um Fortschritte zu machen, um uns zu entwickeln. Und wir können uns nur entwickeln, wenn wir unsere Wünsche zulassen. Wurscht, welcher Wunsch das ist. Im Bewusstsein wird nichts bewertet. Da ist nichts richtig, falsch, gut oder schlecht. Da ist einfach nur ein Wunsch, ein Antrieb. Und dahin wollen wir gehen. Ja. So, ich lese euch die Frage noch mal kurz vor. Es sind so viele jetzt noch dazugekommen. So, die Frage war, die an mich gestellt wurde: Könntest du ein Video über Wünsche und das Ego machen? Manche behaupten, man hätte nur aus dem Ego heraus Wünsche, weil man eben noch nicht erleuchtet sei und das Gefühl des Alleinseins noch nicht in sich trägt. Ich finde, das stellt die Wünsche, die man so hat, ziemlich schlecht dar, so als ob sie sich gar nicht erfüllen sollen. Denn wenn man Wünsche hat, sei man ja im Ego. Und wenn man keine Wünsche hat, sei man erleuchtet. Nicht mehr getäuscht von was auch immer. Dann seien die Wünsche eh nicht mehr vorhanden. Ach, mich würde sehr interessieren, was du dazu sagst. Mich würde sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Kommentiert doch bitte mal. Ja? Kennt ihr dieses Konzept auch? Wir müssen bedürfnislos werden. Wir müssen unser Ego loslassen. Wir dürfen keine Wünsche mehr haben. Wir müssen nur noch sitzen im reinen Sein. Und dieses reine Sein, was ist denn das überhaupt? Was ist das? Ja? Für mich ist es, ich weiß, dass ich in meiner Realität die einzige Ursache für alles bin. Ja? Was ich mir vorstelle, manifestiert sich. So, stellt euch bitte mal vor, ich würde mir vorstellen die ganze Zeit, dass ich keine Wünsche haben darf, dass ich allein sein muss, dass ich keine Bedürfnisse haben darf, dass ich erleuchtet sein muss. Oh, welchen Druck würde das ausüben auf mich? Ja, ich müsste die ganze Zeit drüber nachdenken und mir vorstellen, was mache ich jetzt?
wie kann ich das, was in mir hochkommt, unterdrücken? Wie kann ich das, was ich wirklich will, vergessen, um irgendetwas zu erreichen? Ich glaube nicht, dass wir deswegen hierher gekommen sind. Ich stelle mir lieber vor, dass ich bereits weiß, wer ich bin. Dass ich mich so fühle, als wüsste ich, wer ich tatsächlich bin. Und für mich ist es wirklich nur das. Wir sind die Schöpfer unserer Realität. Das ist das ganze Ding. Das ist das, was ich mir immer zu vorstelle. Wie würde ich mich fühlen, wäre ich der Schöpfer meiner Realität? Würde ich nicht bewerten müssen, was da ist? Würde ich wirklich erkennen, dass ich Teil eines großen Bewusstseins bin, dass ich alles bin, dass die im Außen, dass das im Außen einfach nur aus mir herauskommt? Wie würde ich mich dann fühlen? Ziemlich gelassen, oder? Ziemlich gelassen. Ich würde mich nicht damit befassen, was ich loslassen muss, was ich sein muss, was ich werden muss, wie ich mich benehmen muss, was ich glauben sollte. Ich wäre einfach nur da und würde meinen Wünschen folgen. Und der grundlegende Wunsch ist immer, ich will mich gut fühlen. Ich will wissen, dass ich machtvoll bin. Ich will wissen, dass ich was verändern kann. Und das ist es, was ich fühle. Und das erlaube ich mir. Und echt, diese Trennung von Ego, Körper, Emotion, Bewusstsein, Geist. Das ist nichts anderes als Konzepte, die erfunden worden sind, um uns zu bevormunden, um uns in etwas festzuhalten, zu welchem Zweck auch immer. Die Religionen haben das natürlich getan, um uns zu ihren Folgern zu machen. Wie sagt man den Followern, diejenigen, die auf das hören, was die anderen sagen? Damit hat man Macht über uns. Möchte ich das? Das ist meine Frage, mit der ich mich ständig befasse. Will ich das überhaupt? Will ich jemandem folgen müssen, der mir sagt, was ich zu tun habe? Ich glaube nicht. Das will ich nicht. Ja. So, also, wir können nachdenken über diese Frage, die diese Dame gestellt hat, auf YouTube an mich. Lasst das mal so ein bisschen sickern. Fragt euch, was bedeutet Ego für mich? Ja, was ist das? Mache ich das Ego verkehrt? Ja, ist Ego etwas, das ich vermeiden will, das ich bekämpfen will, das ich loslassen muss? Und wenn alles aus mir kommt, warum sollte ich das Ego loslassen? Kann ich es nicht willkommen heißen, als Teil dessen, was ich hier bin, als Teil dessen, was ich manifestiere? Als hilfreiches Werkzeug, statt als etwas, das ich bekämpfen muss? Fragt euch. Fragt euch, was sind meine Wünsche? Warum sollten Wünsche schlecht sein? Was ist dieser Wunsch, der aus mir herauskommt? Woher kommt der? Wohin will er mich bringen? Ja? Fragt euch, wie sehe ich Wünsche? Ist das was, was ich gelernt habe zu verurteilen, weil ich mir nicht erlaubt habe zu wünschen, weil ich gelernt habe, du sollst dir nichts wünschen? Was ist dein Wunsch? Bitte stellt euch diese Fragen und seid ehrlich. Ja? Ohne all die Konzepte, die ihr draußen hört, all die spirituellen Dinge. Fragt euch einfach, was ist es, was ich mir wünsche? Und wie bewerte ich das? Wenn ich über etwas nachdenke, was ist das? Ist das mein Ego? Ja? Was ist mein Ego? Ich möchte euch wirklich einladen, alles in Frage zu stellen, was ihr irgendwo hört und es irgendwo in euch integrieren, in eure Wahrheit. Was weiß ich? Was weiß ich darüber? Lässt es mich gut fühlen, wenn ich das höre? Oder macht es mich klein? Ja, ermächtigt es mich? Oder lässt es mich fühlen wie der letzte Scheiß? Ich kann es nicht, ich muss es erreichen, aber das Ziel ist so weit entfernt. Ich möchte euch einladen, alle Konzepte loszulassen und tatsächlich in der Frage zu sein. Wie sehe ich das? Was will ich? Wenn ich keinerlei Bewertungen über irgendetwas abgekauft hätte, wie würde ich es tun? So, das könnte unsere wunderbare Frage für das ganze nächste Jahr und weit darüber hinaus sein. Keine Konzepte mehr abzukaufen und sich wirklich zu fragen, wer bin ich, was will ich
Wo habe ich gelernt zu bewerten, was ich bin und was ich will? Und was, wenn ich es nicht mehr bewerten würde, was ich bin und was ich will? Wenn ich einfach Wünsche aufsteigen lasse, mir vorstelle, dass das, was ich mir wünsche, bereits ist, mich so fühle, als wäre es so, und dann empfange, was dadurch geschieht. Kann so einfach sein. Kann so einfach sein. Was ich hier zitiere oder worüber ich hier rede, ist unter anderem das Gesetz der Annahme von Neville Goddard. Ich habe eine Gruppe dazu. Könnt ihr gerne dazukommen. Die heißt Erfolgreich beginnt im Kopf. Da reden wir über all das. Und ich habe im Januar jetzt einen Kurs, die Grundlagen des Gesetzes der Annahme, wo wir über all diese Dinge reden. Es geht wirklich darum, zu sehen, wer sind wir, was wollen wir und wie können wir es erreichen. Und was, wenn nichts daran verkehrt wäre, etwas zu wollen, es richtig zu wollen und es dann auch zu kriegen. So, meine Lieben, ihr könnt mir gerne auch eure Fragen stellen, wenn ihr solche existenziellen Fragen habt, wie die Frage, die ich vorgelesen habe. Lasst uns einfach drüber reden. Ja? Ich bin gern bereit, meine Ansichten, meinen Senf dazu zu geben und hoffe, dass es euch inspiriert, selbst nachzudenken, selbst herauszufinden, wie es für euch ist. Und ja, lasst uns drüber reden. Schickt mir eure Nachrichten und wenn ich die Frage so empfinde, dass es für alle was bringt, werde ich sie gern öffentlich in einem Video beantworten. Ansonsten habt einen wunderbaren Abend. Es ist der vorletzte Abend in diesem Jahr. Morgen ist der 31. und dann ist 2020 vorbei und wir haben 2021. Und ich stelle mir jetzt schon vor, dass es ein wunderbares Jahr für uns alle wird. So, wir sehen uns.